Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Xillia. Im letzten Part ist einiges passiert. Letztendlich konnten wir aus Fort Gandala flüchten, allerdings zu einem sehr, sehr hohen Preis. Mila hat die Fähigkeit verloren zu laufen und dementsprechend ist sie jetzt zusammen mit Jude auf dem Weg in seine Heimatstadt, wo sie hoffentlich geheilt werden kann. Dementsprechend, obwohl wir eigentlich Milas Seite spielen, müssen wir jetzt als Jude spielen, denn Mila logischerweise kann nicht sonderlich viel machen, wenn sie sich nicht bewegen kann. So, ich werde aber auch mal laufen, weil ich ja immer noch ein paar Monster vermisse. Und vielleicht kann ich dann jetzt ja endlich mal dort hinten hoch, wo ja eigentlich ursprünglich die Blockade war. Deswegen werde ich mich jetzt einfach mal so ein bisschen hier vorbeischleichen. Die Monster haben wir ja alle schon bekämpft. Aber den Sack will ich mitnehmen. Hoffentlich. Hoch. It's about to pour down on us. Better call it a day. Good idea. How did you become such an amazing cook? I can't even boil water without burning it. That's not true. Anybody can become a good cook with practice. Everyone has their own mission. So you're saying my mission is to cook for Mila Maxwell? Well, in my current state, I can't even do that. I can't make dinner. I can't even make a bed anymore. Don't worry. I'll do that stuff for you from now on. Hey. Sit closer. I want to thank you. Please, take this as a token of my appreciation. Thanks. Ah, die beiden sind so süß zusammen. Und dann fragen sich Leute ernsthaft, warum ich die beiden schippe. Ha, so schön diese Szene. Also klar, Mila und Jude haben manchmal so ihre, ich sag mal, Reibungspunkte. Aber dann auch wieder solche schönen Szenen. We should reach the Sea Haven sometime today. Glad to hear it. Hallöchen. Das war jetzt nicht so der eleganteste Auftritt von dir, aber gut. Also ja, wir können uns hier nicht einfach durchschleichen. Wir müssen auch so ein paar Kämpfe mit Jude machen. Und porten können wir uns offensichtlich auch nicht, sonst hätten wir ja die ganzen Cutscenes verpasst. Aber nicht weiter schlimm. Ich komme ja auch mit Jude ganz gut klar. Aber ich finde, mit Jude kann man eigentlich nur klarkommen. Wenn man Probleme hat, Charaktere zu spielen, wo man viel casten muss und so, kann ich das verstehen. Aber Jude, hinrennen, Button mashen, fertig. Natürlich hat er auch seine Tricks und Kniffe, klar. Aber so die Grundlagen. Mila! You okay? Sure, I'm fine. But now what? Hey! Hold tight. So süß.
Ach, Jude. Ich meine, gut, davon sehen wir jetzt natürlich nicht viel. Ich hätte dem Spiel auch zugetraut, dass wir jetzt so bis zum Seehafen laufen müssen. Das wäre aber ganz schön fies gewesen. Huch, lass das doch. Aber ich weiß nicht, ich finde einfach, Jude entwickelt sich komplett weiter. Man merkt einfach, dass er selbstsicherer wird und einfach auch mehr Verantwortung übernehmen möchte. Und das finde ich irgendwie total toll. Ich meine, er trägt jetzt Mila den ganzen Weg und ich meine, Mila ist zwar schön schlank, aber jetzt auch nicht gerade leicht, logischerweise. Deswegen finde ich das schon bewundernswert. Auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich noch was zu der Szene davor sagen. Ich meine, das mit dem Wildschwein jetzt war so ein bisschen... Na, lasst mich. Sehr random. Na, lasst mich in Ruhe. Aber ich finde, klar, ich finde es irgendwie ein bisschen dämlich, dass das Wildschwein da aus dem Loch geschossen kam. Aber dadurch muss er sie jetzt tragen, was ich irgendwie... Er tut mir das schon leid, aber ich finde es irgendwie... Für mein persönliches Shipping ist das eigentlich gar nicht so verkehrt. Was ich zu der Szene davor eigentlich noch sagen wollte, abgesehen davon, dass ich sie wahnsinnig schön finde, ist er jetzt geblasht wegen dem Geschenk oder weil er ihr so nahe war? Das kann man sich jetzt aussuchen. Ich tippe mal auf Letzteres. Ich könnte nochmal eben in das Loch reinkrabbeln, fällt mir gerade so ein. Auch wenn die Killerwespe oder Biene das Loch noch blockiert. Also, das fand ich schon echt ganz süß. Und vor allen Dingen wisst ihr jetzt auch, wofür der Anhänger gut ist. Wenn man Judes Seite spielt, dann bekommt man an dieser Stelle halt von Mila diesen Anhänger geschenkt und freut sich da natürlich irgendwo drüber. Ist ja eine ganz süße Szene eigentlich und ich finde das von Mila auch total süß. Ey, nein, ist die falsche Seite. Diese Bienen, die sind so nervig. Na? So. Aber man weiß halt nicht, wo der Anhänger herkommt. Man denkt sich da einfach nichts bei. Hat sie halt bei sich und fertig. Aber wenn man jetzt natürlich Milas Seite kennt und weiß, welche Bedeutung dieser Anhänger... Ach, hier war ich schon mal drin. Ja gut. Welche Bedeutung dieser Anhänger für sie hat, dann finde ich das noch viel süßer, muss ich sagen. Also die Szene ist sehr, sehr schön. Und jetzt hören wir uns erstmal dieses Gespräch an. Fighting alone really makes you realize how fortunate we were to fight by people like Rowan. Oh ja. I can't agree more. It isn't every day you get to ally with Ilbert the Conductor. What's the reason behind his nickname? They say it's because he gains full control of the battlefield. He once crushed three armies in a single day. The battle was called the Priscilla Miracle, and it helped create the Roshagal we know today. I could tell he was no normal man, but I had no idea that he was such a famous tactician. It was such an incredible honor to fight beside a living legend like that. And how might it feel to fight beside the Lord of Spirits herself? Did you say something? Nothing. Nothing at all. Oh, das sind aber echt so Momente, wo sie wahnsinnig menschlich rüberkommt, oder? Wenn sie da so ein bisschen, nicht direkt eifersüchtig vielleicht ist, aber ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen, ne? Was ist mit mir? Notice me? Das finde ich schon ganz süß irgendwie von ihr. Muss ich sagen. Huch. Im Moment, wenn du erstmal voll an der Biene vorbeischlägst. Die hat aber auch eine blöde Hitbox, muss ich sagen. Ach ja. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, ich meine, wir haben schon ein ziemlich außergewöhnliches Team. Wir haben die Herrin der Geister, mehr oder minder, auch wenn sie ihre Kräfte aktuell nicht hat. Jude ist, sag ich mal, noch mit so der Normalste der Truppe. Obwohl ich finde, dass er durch seinen Charakter schon so ein bisschen raussticht. Ich glaube schon, dass Judes Charakter ziemlich wichtig für die Gruppe ist. Und ein bisschen Milas Handlungen und Milas Charakter so ein bisschen ausbalanciert. Dann haben wir Elvin. Naja, Elvin ist auch so ein Fall für sich irgendwie. Und Elise, die auch ausgesprochen bemerkenswerte Fähigkeiten hat. Und natürlich Roan. Also sind irgendwie alle auf ihre Art und Weise besonders und deswegen ist die Kombination irgendwie auch so spannend. Okay. Sind hier oben echt nur ganz normale Monster? Dafür, dass dieses Gebiet blockiert war, hätte ich irgendwie gedacht, dass hier letztendlich mehr ist. Aber gut, prügel mich auch so hier durch, kein Problem. Aber ich denke mir immer so, auch bei dieser Szene, die wir hatten an dem Lagerfeuer. Ich meine, für Mila ist es natürlich besonders bitter, weil sie hat ihre Mission, die sie unbedingt zu Ende bringen möchte.
Und sie wurde schon, ich sag mal, so oft davon abgehalten. Ist hier oben sonst echt nichts? Scheinbar nicht. Und musste so viel über sich ergehen lassen. Verlust ihrer Geistis und so weiter. How very odd, when you carry me on your back like this. I can't help but remember flying with Sylph. No. Ja, und jetzt das. Also das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was ihr hätte passieren können, dass sie ihre Mission nicht vernünftig vollenden kann. Aber das erinnert mich dann auch immer so daran, was ist denn, huch, mit Menschen, die wirklich im Rollstuhl sitzen und die nicht geheilt werden können? Mila hat ja zumindest die Chance, geheilt zu werden, wie wir gehört haben. Aber im wirklichen Leben, das ist schon sehr hart, wie viel du dann einfach nicht mehr machen kannst. Und daran erinnert mich diese Szene irgendwie immer wieder. Aber gut, Sapstra Sea Haven. Let me go check on the ship's schedule. I'll be right back. Lady Mila, I finally caught up with you. Ivor, what are you doing here? When I saw your face on the wanted posters, I knew I just had to find you right away. But what about your duty to protect Nia Kara? I begged the villagers to let me come to your aid. They were very understanding. You imbecile. That's not the point. Don't you realize... Ugh. Lady Mila, are you okay? Your legs. Mila! You! Tell me what you've done to her! Stand down, Ivor. This wasn't Jude's fault. I brought this upon myself. But you wouldn't be in this predicament if I'd been by your side. Listen here, Pipsqueak. Handmaids are made, not appointed. One must dedicate his life to serving and protecting Lady Mila. It is an esteemed position for real men. Manly men! She may have commanded it, but clearly it was a mistake to let an uncouth, unreliable, underhanded stranger like you serve her holy person. Now, come with me, Lady Mila. Wait! My father might be able to heal her legs. If what you say is true... I will be the one to take her to see him. I've had you pegged as a phony from the moment I laid eyes on you. Now know your place and be gone! You can accompany her if you like, but I'm coming too. Ivor, stop this nonsense. Please, Lady Mila, stay where you are. You will thank me for this later. Aber da bin ich mir nicht so sicher. How dare you allow this to happen? Ja, ja, ja. Gut, wir haben hier so einen kleinen Bosskampf gegen Ivor. Ah, Ivor. Ich meine, ich kann ihn irgendwo verstehen, er macht sich ja vielleicht auch nur Sorgen und er scheint sie ja auch wirklich sehr gerne zu haben. Und vielleicht ist da auch ein bisschen Eifersucht mit dem Spiel, beziehungsweise mit Sicherheit. Aber, na, na, Ivor. Aber es ist ja nur was für männliche Männer, wie wir gehört haben. Gut. Das Problem bei Ivor ist einfach... Ah! Dass er wahnsinnig schnell ist. Ja. Definitiv. Autsch. Ich komme gerade auch echt nicht an ihn ran. Kann ich ihn bitte mal angreifen? Danke. Meine Güte. Diese Attacke ist echt nervig. Huch. Und dann noch in die falsche Richtung angreifen ist auch sehr schlau. Oh, diese Attacke, die ist so nervig. Warum stelle ich mich gerade so blöd an gegen Ivor? Ivor ist eine Flasche. Lass mich in Ruhe! Mit deinem doofen Edge. Und
Und dann trifft Joe noch nicht mal. Warum stelle ich mich gerade so blöd an? Ich weiß auch bei meinem ersten Durchspielen, da hat Jan mir noch extra gesagt, dass man bei dem Kampf große Probleme haben kann. Achso, ich kann keine Arzt benutzen, da war das Problem. Jan hat mir gesagt, man kann große Probleme bei dem Kampf haben, vor allen Dingen, wenn man nicht so viel mit Jude spielt wie ich. Weil man dann einfach nicht dran gewöhnt ist, Bosskämpfe mit Jude zu machen. Und ich habe den Kampf damals eigentlich ziemlich souverän geschafft. Es ist gerade traurig, dass ich mich so von ihm verprügeln lasse. Wie ging denn nochmal dieser... Es ist echt schwer, an ihn dran zu kommen. Dude hat halt diesen epischen Rückwärtsschritt, den er machen kann, dass er quasi, wenn du das irgendwie im richtigen Moment machst, dass er dann hinter den Gegner kommt. Ah, genau so. Und den muss ich gerade echt öfter einsetzen. Ich weiß gerade nur nicht. Ah, diese Attacke ist so nervig. Hör auf damit! Blöde Sacknaht! Genau. Damit muss ich echt mehr arbeiten. Nein! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ey, hallo? Hallo? Gut! Gut! Wie er mich einfach mal die ganze Zeit gestunt hat am Ende, dass ich nichts mehr machen konnte. Wow! Das war peinlich! Bis zum geht nicht mehr. Wow! Also Ivar ist echt ein nerviger Gegner. Er war damals schon nervig, weil er eben so schnell ist und wenn er dich einmal hat, hört er irgendwie nicht mehr auf, dir ins Gesicht zu treten. Mit dem Rückwärtsschritt geht's eigentlich ganz gut, wenn ich den hinbekomme. Nur ich habe halt nicht so viel Jude-Kampferfahrung, das merkt man an solchen Stellen. Jetzt weiß ich auch, warum Jan damals so überrascht war, dass ich den Kampf so gut gemacht habe. Ich glaube, ich habe einfach nur wahnsinnig viel Glück gehabt. Aber das am Ende war auch ein bisschen unfair. Wenigstens haben wir jetzt den Game-Over-Bildschirm mal gesehen, der ist doch auch schön. Dann kommen wir auch noch mal kurz ins Menü. Falls wir noch was checken wollen. Ich wollte euch halt nur den Game-Over-Bildschirm zeigen. It's time for you to pay for your sins, you bastard! Eat it! Now! Demon fist! Demon fist! My spear! Now! My spear! Phantom Edge! Nein, nicht diese Attacke! Nein, nicht diese Attacke! Nein, ich hasse diese Attacke. Das fing so gut an mit meinem Rückwärtsschritten. Danke. Komm her. Nein, lass mich in Ruhe. Meine Güte. Warum habe ich das beim ersten Mal nicht so hinbekommen? Ich weiß auch nicht. Irgendwie hat er mich beim ersten Mal so ein bisschen überrumpelt. Aber ihr müsst zugeben, der zweite Kampf war ziemlich episch von mir. Also diese Rückwärtsschritte von Jude, wenn man quasi im richtigen Moment ausweicht, dass man sich quasi hinter den Gegner teleportiert, ist wahnsinnig praktisch für solche Kämpfe. Einfach um sämtlichen Angriffen auszuweichen. Also wenn man das wirklich perfektioniert, kann man damit eigentlich jeden Kampf ziemlich locker gewinnen. Vergessen wir bitte den ersten Kampf gegen Ivar. Das war einfach nur furchtbar. Pretty good for a phony. Call me whatever you want. I just want to help Mila. How many times do I have to tell you? That's my job. Lady Mila. I don't have time for this. You two can duke it out as much as you want. I'm leaving. I'm sorry. If you still aren't satisfied, I'll fight you again later. Right now, we need to get moving. Ivar, I have something very important to give you.
It's crucial that no one else gets their hands on it. Consider it as precious as my life. The lives of the four are counting on it. And you're entrusting it to me? I shall defend it to my last breath, Lady Mila. I knew I can count on my handmaid. Now, return to Nia Kara. What? Your duty is to protect Nia Kara. But Lady Mila, my place is with you! Don't make me repeat myself. Hurry up and take her. But don't forget who's the real handmaid. This guy! Sure thing. And I promise, I won't rest until Mila walks again. You got that right! Ach ja. Es ist so typisch Iva. Diese Pose. Hör mal zu, Schwindler. Wenn fürs den Milas Zustand sich auch nur um im Mindesten verschlechtert, mache ich dir den gar aus. Und wenn das nur ein Kratzer ist. Okay. Ja, ich setze mich in Bewegung. Wie gesagt, ich kann Iva so ein bisschen zumindest verstehen, dass er sich Sorgen macht und vielleicht sich so ein bisschen überflüssig vorkommt und auch ein bisschen eifersüchtig ist auf Jude. Aber dennoch, was hast du noch zu sagen? Oh Mist, ich habe vergessen, dieses Paket zu verschicken. Hey, wenn ihr alle nach Westen geht, könnt ihr es dann für mich mitnehmen? Klar. Großartig, bitte bringt es zum Gasthaus in Sheraton. Hatten wir nicht auch noch was beim Aladi Sea Haven abzugeben? Kann ich mich jetzt eigentlich porten? Dann würde ich das eben nochmal eben abgeben. Beides, bevor wir halt übers Meer segeln. In Judes Heimatstadt. Aber die Szene mit Iva, wie gesagt, ich kann ihn verstehen, aber er ist trotzdem ein Trottel. Und dieser Kampf, ich habe ihn damals gemacht auf Judes Seite, aber wie ich euch schon mal gesagt habe, ich habe selbst auf Judes Seite überwiegend mit Mila gespielt und hatte dementsprechend nicht so viel Erfahrung mit ihm. Hab den Kampf aber irgendwie trotzdem souverän geschafft, auch ohne die Rückwärtsschritte. Wie gesagt, wahrscheinlich habe ich einfach nur wahnsinnig viel Glück gehabt. Genau, da muss ich hin. Aber jetzt verstehe ich, warum der Kampf wirklich so fies sein kann. Nicht noch so eins. Meine Eltern schicken mir das ständig. Das sind Bewerbungsmappen von Männern, die mich heiraten wollen. Ich sage ihnen immer, dass ich noch nicht heiraten will, aber sie wollen unbedingt Enkelkinder haben. Aber das ist natürlich nicht euer Problem. Danke dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir das zu bringen. Okay. Ich habe eine Sonnenbrille bekommen. Also wenn meine Eltern das machen würden, würde ich, glaube ich, so ein bisschen die Krise kriegen. Achso, da kann ich mich gar nicht hinporten. Na gut. Wir hatten ja da auch noch was zu erledigen, meine ich, aber das kann man, glaube ich, auch noch ein andermal machen. Zumindest das wollte ich nochmal eben erledigt haben. Gut. Dann wollen wir doch mal. Wir wollen nach Laurent. Das ist nämlich Judes Heimatstadt. Wir brechen sofort auf. Gute Reise. Wunderschön. Und dieser Blick. Schön. Sorry for the close call. Are you okay? Huh? Hi, Leia. I'm home now. What the? Jude? I'm home. And what are you doing here? Well, I was just... These kids wanted to have a race, you see, and well, and this little guy here's a real speed demon, so I had him push me in the wheelchair to keep things fair. And let me guess, you just had to be the winner, huh? Oh yeah, never mind that, Jude.
So tell me, who's your friend? I suppose that you know this girl. Yeah. She's an old friend of mine. How do I explain this? Leia, meet Mila. Hello, Mila. Hey, what's wrong with her legs? Run and get the doctor. Stat, this woman needs help. Right. Roger. Are you heading home? I'll come with you. Here, use this. Ach, Leia. Ha, Insel von Kai und Steinbruch. Was hat Kai damit zu tun? Ja, willkommen in Laurent. Mit diesem wunderschönen Himmel auch wieder. Wie schon mal gesagt, die Seehafen sehen alle recht gleich aus, aber Laurent ist auch noch ein bisschen größer. Wie ihr da hinten seht, da sind die Voltea-Wälder und davor ist eben auch noch ein bisschen was, was man entdecken kann. Ich mag die Stadt sehr gerne. Es ist eben Judes Heimatstadt. Man erfährt auch noch ein bisschen mehr über Jude dadurch und das finde ich ganz schön. Wenn sich die Jahreszeiten ändern, gibt es immer Stürme. Sie werden Zwischenwinde genannt und die besten Seeleute wissen, wie man sich sie zunutze macht. Im Übrigen, ich persönlich mag Leia unglaublich gerne. Ich finde sie wahnsinnig lustig und extrem niedlich. Ja gut. Hier kann ich noch einkaufen. Und erinnert ihr euch vielleicht an eins der ersten Gespräche, was wir damals noch im Forschungszentrum hatten, wo Mila sich gewundert hat, warum Jude so gut kämpfen kann und Jude meinte, er hatte als Kind eine Freundin, die ihn immer so ein bisschen, naja, verprügelt hat quasi, die mit ihm geübt hat. Und Mila dann meinte, ach, du wurdest also gemobbt als Kind und er dann so, nein. Geisterfossilien. Ihr habt gerade besagte Freundin getroffen, nämlich Leia. Sie ist wahnsinnig toll. So, wie heißen die vier Jahreszeiten noch gleich? Das weiß doch jedes Kind. Sie heißen Ifrita, Ragnom, Huch, Lasylph und Undis. Wo kommen diese Namen nur her? Jedes Jahr besteht aus vier Jahreszeiten. Wenn sie wechseln, wechselt auch das Geisterklima. Das ist interessant. Das wusste ich auch noch nicht. Oder habe es einfach irgendwie vergessen. Du bist noch der Händler? Okay. Dann gehen wir mal weiter. Zur Hauptstraße. Ich wollte nur kurz mit allen Leuten mal geredet haben. Und das ist das, was ich an Laurent so schön finde. Ich mag einfach die Häuser wahnsinnig gerne. Ich finde, das sieht richtig hübsch aus alles. Boah, bist du das, Jude? Du siehst viel größer aus als früher. Naja, Jude war ja auch lange Zeit weg, um zu studieren. Leia ist schrecklich einsam, seit du die Stadt verlassen hast. Ja. In Laurent gibt es zwei verschiedene Geisterklimata, Sternenhimmel und blauen Himmel. Und wenn Sterne auf blauen Himmel treffen, fallen sie zur Erde und werden zu den Erzen, die unsere Mine füllen. So zumindest will es die Sage. Sie ist ja ganz nett, aber ein bisschen albern. Aber ich finde sie eigentlich ganz süß. Willkommen zu Hause, Jude. Meine Güte, du hast dich in Femmond aber ganz schön verändert. Du siehst aus wie ein richtiger Städter. Oh, Hundi. Ah, Jude war scheinbar echt lange Zeit weg. So, kann ich das? Nein, kann ich nicht lesen. Dann rede ich erst mit den anderen Leuten. Du weißt es wahrscheinlich ohnehin, aber ich sage es dir trotzdem, solltest dich vor der alten Vikalmine fernhalten. Heutzutage ist sie nicht viel mehr als ein riesiges Monsternest. Okay. Gut zu wissen. They say that back during the mining boom, this whole street was packed with merchant stalls. Is that right? I was just thinking how much this quiet little street fits you. Es ist wunderschön, wenn ich gerade jemanden anspreche und sie genau in dem Moment anfangen zu reden. Scher dich zum Teufel, Jude. Erst ziehst du in die Stadt und dann kommst du wieder hier anstolziert, als wärst du der große Held. Lass uns später weiter quatschen. Bis dahin, zur Hölle mit dir. Okay. Okay. So. Und zu den Wäldern will ich natürlich noch nicht. Früher gab es in dieser Stadt zwei Minen, Felgana und Vikal. Aber jetzt sind sie mit Brettern vernagelt. Echt schade, in der Felgana-Mine konnte man richtig wertvolle Geisterfossilien finden. Interessant. Gut, da ist das Gasthaus, da kann ich ja auch mal kurz rein. Ah, da kann ich einkaufen, hier kann ich noch reden. Ist es Mädchen, das du mitgebracht hast, deine Freundin, Jude? Oh Mann. Da kann die arme Leia natürlich mich mithalten. Ich meine, gut, wenn ich jetzt Mila mit Leia vergleiche, Mila ist halt ein bisschen erwachsener und ein bisschen vielleicht auch fraulicher
wenn man das so sagen darf. Kommt seit 20 Jahren hierher, nicht schlecht. Ich persönlich mag Mila auch lieber als Leia, aber das ist Geschmackssache. Ich persönlich mag Leia auch wahnsinnig gerne. Du hast eine Sidequest, zu dir komme ich gleich nochmal. Es gibt viele Leute, so wie mich, die Jude und Mila shippen. Es gibt aber mindestens genauso viele Leute, die Leia und Jude shippen. Was ich auch voll und ganz verstehen kann. Ich mag, wie gesagt, beide sehr gerne. Aber Mila halt ein bisschen mehr. Aber ich freue mich, dass wir jetzt auch Leia kennengelernt haben. Mein Hobby ist es, Mineralien und Erze zu sammeln. Der Leia nennt sie Steine. Da Laurent einst eine Minenstadt war, dürfte es in der Gegend viele seltene Steine geben. Helft ihr mir nach ihnen zu suchen? Klar. Wunderbar, vor allem suche ich nach einem Quarzklotz. Ich muss ihn einfach haben. Troy, is that you? Gut. So. Das war das Gasthaus. Dann kann ich ja nur noch hier rein. Und hier haben wir dann natürlich auch die Klinik. Die Mephis-Klinik. Jude, how's the big city treating you? Do you like the capital? Hm? Who's this? Oh, you ready to see me now, doctor? I'm sorry, everyone. We have an urgent case here. You'll have to come back in the afternoon. Everybody, we'll catch you later. Promise! You've really gotten into the swing of things here, Leia? Best nurse in town. Also the only nurse in town. But hey, you know how it is. Bring her in. Thank you. Hello there, I'm Dr. Mathis. Please, just lie still. I'm Mila. Are you Jude's father? Yes. Can you flex your legs? No. I can barely feel anything below my waist. I see. Ellen, you can leave now. Go check on Jude. Oh, okay. I need to run a few tests. Please, bear with me for a bit longer. Was that Jude's mother? Yes. Jude's our only child. What exactly is your relationship with my son anyway? It's complicated. We're friends. I gave him a pendant as a token of our friendship. Friends, huh? Pardon my skepticism. You look much older than him. And you're a woman. Jude tells me you once healed a human who shared my condition. Would you give me the same treatment? Possibly. It depends on how these tests come out. I see. Either way, you'll need to remain in the clinic for a while. How are you feeling? Fine. I still can't move my legs, of course, but otherwise no complaints. How are the test results? I think my Dr. Mathis should speak to you directly about that. May I ask you a question? Of course. How do you and my son know each other? What's so funny? Sorry. It's just that your husband asked me the same question. I suppose this is what's known as parental concern. I get it now. You humans have so many admirable traits. We humans? Jude rescued me from a tough spot back in Fenmont. Because of his actions, he couldn't go back to the city. He's been traveling with me ever since. That sounds like Jude. He hasn't changed.
What do you mean? Jude's always been too quick to help others, even when he was a boy. To his detriment, I take it? His friends teased him for it. He was bullied. Yet he didn't stop? He'd come home all beaten up, but underneath the bruises, he'd still be smiling. What's a mother to do? So that's why you... Ellen, we're getting busy out here. You know this is the only clinic in town. Derek. You need to stop spoiling Jude. He's a man now. Coddle him and he'll just grow softer. So this is also parental concern. Although, the funny thing is, he just stood up to me for the first time in his life. He ordered me to use an Aspirixis on you. An Aspirixis? It would cure me? Let me walk again? Perhaps you are a good influence on him. In his efforts to help you, he seems to have grown bolder. As a father, I'm pleased. But as a doctor, I'm afraid the treatment isn't an option, despite my son's persistence. I see. So that's your final decision? It is. I'm sorry. Very well. I'll just have to find some other way. I see. I'm glad you understand. The procedure itself is simple enough, but it's not like you'd regain mobility right away. I'd need to apply spirit arts directly to your nervous system. You couldn't move a finger without screaming. The pain would be excruciating. Even in the best case scenario, it would take several months before your nerves adapt to the arts and you could move again. Why are you telling me this? We can't get the spirit fossils needed to run the device anymore. Even if we could, the mana in the fossils escapes just as soon as you uncover them. It's a shame. The Aspirixis might have cured you. Als ob sie das abhalten wird. What are you doing? Shh. We can't let my dad hear us. Why not? We're gonna use the Aspirixis on you now. But your father just told me it was impossible. Leia, give me a hand. Sure. Here, you'll want to lay down on your side. Feel anything? Any pain? No, nothing at all. My leg still won't budge either. Why isn't it working? I don't sense any mana in this stone. Your father said that an Aspirixis needs a spirit fossil, or it won't work. A spirit fossil? Those things really exist? Oh. So the special stone mentioned in the medical files is a spirit fossil. Your father also said the fossil has to be used immediately after it's uncovered, or it loses its mana. Great. As if the procedure wasn't already tricky enough. Hold on. I swear I remember that they used to find spirit fossils down in the Fel'Ghana mine. Are you serious? Whoa, geez, be quiet. It's just something my dad told me. Mila, it sounds like we need to take you out for some field medicine. That seems like a lot of work. You'll do that for me? Here. Thank you. Jude, can you help her into the wheelchair? What about you? I have to get stuff ready. I'll meet you at the edge of town.
gut. Lange Cutscene ist lang, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, lange Cutscene ist lang. Kann ich jetzt hier einfach raus? Unserem Speicherpunkt? Ja, kann ich. Okay. Na, ich lauf doch in die Cutscene rein. Okay. Alright, I'm good to go. The mine's been closed for a while, so I hope you're ready for some spelunking. Gut, zum einen haben wir jetzt Leia dabei. Die werden wir uns im nächsten Part mal etwas genauer angucken. Ja, ich finde solche Szenen immer wahnsinnig schön, wenn man sieht, dass Jude wirklich mutiger wird und sich klarer darüber wird, was er wirklich tun möchte. Und Mila so ein bisschen auftaut und man wirklich merkt, dass sie sich auch freut über das, was für sie getan wird. War natürlich auch wieder eine Szene, die sich unterscheidet, je nachdem, welche Seite man spielt. Ich habe die Szene auf Judes Seite nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Ich meine, er unterhält sich mit seinem Vater über die Behandlung und er sagt ihm natürlich auch, dass er die Behandlung nicht durchführen möchte, woraufhin Jude sich ziemlich aufregt und ihn irgendwie versucht zu überzeugen und dann letztendlich beschließt, den Eingriff eben selbst vorzunehmen. War auch mal ganz interessant, das auf Milas Seite zu hören, aber ich finde ja schon fast die Tatsache, dass der Vater Mila so viel gesagt hat über die Behandlung, es ist ja irgendwie schon so ein Hinweis gewesen nach dem Motto, macht ihr ruhig mal, fand ich jetzt persönlich. Aber man merkt auch, dass Judes Mutter ihn total gerne mag und die eigentlich ein ziemlich gutes Verhältnis haben und der Vater ist ja nicht ganz so begeistert von. Aber gut, ich würde sagen, im nächsten Part brechen wir auf zu der besagten Mine. Dann werde ich auch mal ein bisschen mit Leia kämpfen. Ich werde jetzt mal offscreen so ein bisschen ihre Arts festlegen, die Liliumkugeln und so weiter, dass wir sie im nächsten Part auf jeden Fall im Einsatz sehen. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Tales of Xillia und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute!